Ja, was viele Leute nicht wissen, in meinem früheren Leben war ich Tarzan. Hi, ich bin der Johannes. Meine ganzen Freunde und auch die Leute in der Band nennen mich Gotti. Ich spiele Piano und mache Backing Vocals bei Kraftkiez. Und kümmere mich sonst noch so um unseren ganzen Management, Label, Social Media Kram. Social Media? Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Und Ladegott. Und der Ladegott. Der Sprinter Ladegott. Also der macht eigentlich alles von Instagram. Ja, alles abklären mit E-Mails und so. Mein Gott ist bei uns generell der Macher. Während der Rest noch in der Brainstorm-Phase ist, ist der Gott schon irgendwo und macht irgendwas. Wenn der Gott die manchmal nicht machen würde und zum Machen anheizen würde, würde es keiner machen. Punkt. Ende. Wenn einer am meisten Kiez von uns ist, dann der Gotti. Also der Gotti ist auf alle Fälle einer von denen, die das aushalten würde. Der fühlt sich immer pudelwohl, wenn wir zum Beispiel in Berlin sind, im Studio. Hey, der Gotti ist an einem See aufgewachsen, irgendwo im Nirgendwo. Der würde so zwei Jahre würde es aushalten, dann irgendwann würde er sagen, ah, jetzt könnt ihr mich alle mal gerne haben, dann kommt er wieder zurück. Dadurch, dass ich dann doch irgendwie aus dem richtigen Kaff komme oder sowas, hätte ich dann auch, glaube ich, immer eine Sehnsucht, so ein bisschen, wenn ich zu lange in einer Stadt wohnen würde. Kommen wir doch mal mit hier. Und hier reicht es Platz zum Proben. Wir haben echt wirklich sämtlichen Scheiß mitgenommen und inzwischen ja, sind auch irgendwie aus einfach nur Musikbekanntschaften richtig gute Freunde geworden und ich glaube, das ist auch was uns so alle irgendwie jetzt verbindet, eben, dass es nicht Kraftkiez erst seit 2 Jahren gibt, sondern eigentlich schon seit 8, 10 Jahren und darüber natürlich auch ja, immer irgendwie so eine zusammenhängende Vergangenheit hat, die ja irgendwie sehr schön ist, dass man das jetzt mit wirklichen Freunden teilen kann. Du musst schnaufen.